Mein Name ist Susanne Hanselmann. Ich bin hier mit 30 Personen im Moment vertreten am Lorscher Triathlon. Im Hintergrund läuft die Besprechung und wir werden jetzt gleich auf die Fahrradstrecke gehen. Auf die Fahrradstrecke versorgen wir, falls was passiert, die Personen mit Erste Hilfe. Okay, was machst du hier? Check-in. Das heißt? Ja. Ich kontrolliere das Fahrrad und ob die Triathletin auch einen Helm hat und die Stadtnummer. Dass sie nachher beim Checkout auch wieder ihre richtige Sache zurückkriegt. Hallo, wo kommst du denn her? Hallo, ich bin der Rainer, ich komme aus Taunusstein, das ist in der Nähe von Wiesbaden, circa 12 Kilometer entfernt. Und was erwartest du heute hier? Ja, einen schönen Wettkampf zu haben und Spaß vor allen Dingen. Ja, schauen wir mal, dass das Wetter hält, ist entscheidend, ansonsten alles gut. Ist verändert, ganz, ganz wichtig, wenn Sie nachher aus der Wechselzone hinausfahren und von mir aus gesehen in Richtung Norden fahren, nach etwa 500 Metern, fahren Sie über das Gelände der Freiwilligen Feuerwehr Lorsch. Das ist so ein bisschen ein Nadelöhr, das heißt, da wird es wirklich ganz, ganz eng, da haben Sie da etwa, naja, 1 bis 1,5 Meter Platz. Da bitte ganz, ganz vorsichtig sein, das sind entsprechende, ja, Leute da in der Nähe, die Feuerwehr noch Streckenposten, die natürlich auch ein bisschen ein Auge darauf haben, aber da bitte ganz, ganz vorsichtig. Also mein Name ist Tonja Remus und ich bin jetzt zum zweiten Mal hier. Ich bin 15 Jahre alt. Letztes Jahr war ich in der Staffel, also ein Staffelteilnehmer und dieses Mal möchte ich jetzt komplett machen. Und was hast du dir vorgestellt, welche Platzierung du gern hättest oder erreichen möchtest? Da jetzt nicht so viele in meinem Alter teilnehmen, denke ich mal, wenn es überhaupt jemanden gibt, also vermutlich den ersten Platz, weil ich denke mal, dass es niemanden geben wird, oder den zweiten Platz, je nachdem, wie viel besser die Leute sind. Fünf Sekunden auf die Plätze. Ach, die leise halt. Haben die das überhaupt gehört? An die Munition, ja. Gut, die haben es nicht gehört, das stimmt. Weißt du, was die gehört, ne? Wo kommst du? Aus Viernheim, vom Team Body Attack. Und wie oft bist du schon hier? Zum 13. Mal. Macht dir Spaß, ja? Ja. Wetter hat ja gut mitgemacht bisher. Gott sei Dank, ja. Viel super. Spaß. Dankeschön. Die Gruppe, die sich jetzt nicht mal
Und wo kommt ihr her? Nach Lambertheim. Jo, seid ihr schon hier gewesen? Das erste Mal. Und? Erzählt was. Wir sind gespannt, was uns erwartet. Wann seid ihr dran? Etwa 20, genau. In welcher Klasse ist das dann? Staffel. Ach, ihr macht eine Staffel? Ja. Alle vier? Na, ich mache auch eine Staffel, ja. Aber mit zwei Herren. Aber wir sind eine Staffel. Okay, danke. Und was machst du hier? Wir sind hier bei der Startnummernausgabe vom Triathlon. Und wie sieht das aus? Was ist deine Tätigkeit? Die Athleten kommen und wir geben dann ihre Startnummern, dass die dann und beantworten eventuelle Fragen, um die dann darüber zu schicken und dann können die dann ihren Start machen. Und mit der Nummer 36, Oliver Lammer, zum 10. Mal dabei hier in Lorsch. Applaus!
Peter Paterna und mit der 3-2.